Sitz. Es fängt ja gut an im neuen Schuljahr. Wir bekommen einen neuen Mitschüler. Hey! Das ist der Sebastian! Wieso der? Fein! Einen Trumpf habe ich noch. Wollen Sie mir nicht lieber sagen, wer Ihr Sohn ist? Der Priester Flori? Um Gottes Willen! Ah, blöder Hund! Du musst es dem Flori sagen. Was musst du mir sagen, Mama? Jesus, Maria und Josef! Rako, spinnst du? Es liegt eine Anzeige vor wegen Körperverletzung. Er hat mich gebissen. Da können wir auch gleich die Konsequenzen besprechen. Für den Hund wie für den Halter. Er ist da, wenn man ihn braucht. Stets hellwach und passt gut auf. Jede Spur ist seine Spur. Und er frisst das Beste nur. Rack, 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 Racko. Er ist so treu und richtig stark. Rack, 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 Racko. Mit ihm macht's einfach immer Spaß. Rack, Racko, er hört aufs Wort, wenn er's mag. Rack, 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 Racko, und ist an jedem neuen Tag der beste Freund. Hoppala! Aufpassen, die Damen. Wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit? Ja, genau. Darf der auffällig gewordene Hund Racko fortan nur noch an der Leine und mit Maulkorb auf die Straße? Ja, spielt sie jetzt ganz? Warum? Die Sicherheit unserer Bürger ist ein hohes Gut. Das Einzige, was vom Racko in Sicherheit gebracht werden muss, ist der Leberkäse. Ich glaube, euer Racko verwechselt manchmal Leberkäse mit den Beinen unschuldiger Kinder. Also jetzt rennst du nicht so an Schmarrn daher. Der Racko liebt Kinder. Ja, fragt sie mal den armen Schubert Sebastian. Der traut sich ja gar nicht mehr aus dem Haus, wenn da so ein Problemhund umeinander läuft. Die fangen gleich das Weinen an. Als Bürgermeister hab ich die oberste Pflicht, meine Bürger vor Gefahren zu schützen. Unser unschuldiges Kind an erster Stelle. Der Maulkorb ist für den Racko ab sofort Vorschrift. Der Einzige, der hier unschuldig ist, ist der Racko. Dummheit ist auch eine Begabung. Tut mir so leid, Racko. Aber es muss sein, wegen dem blöden Bürgermeister. Oh, armer Racko. Ach, ich kann gar nicht hinschauen. Dem Bürgermeister sollte man den Maulkorb geben. Der wäre der Richtige dafür. Das ist so unfair. Ich schwör's, der Racko hat absolut nichts gemacht. Ich weiß es doch, ich war ja dabei. Das weiß ich doch. Der Racko wird nie jemand beißen. Bei manchen wär's besser, er tät's. Weißt, Flori, ich glaube, es ist das Beste, wenn der Racko jetzt erstmal hier auf dem Hof bleibt. Was? Ich will keinen Ärger und schon gar nicht mit den Eltern von diesem Sebastian. Aber der lügt doch. Das kann schon sein. Aber solange das mit der Polizei nicht geklärt ist, dann müssen wir einfach auf Nummer sicher gehen, verstehst? Das ist auch das Beste für den Racko. Mir fällt schon noch was ein. Ganz sicher. Ich krieg bitte 4 Paar Ringspurger. Dann noch 5 Paar große weiße. 2 mit Knichelsülz. Und dann noch 500 Gramm von der scharfen Hausmacher, bitte. Ein Wurstbrötchen, bitte. Du wartest jetzt erst einmal mit deinem Wurstbrötchen, gell? Ja, ich werd narrisch. Ja, mei. Der Egon kommt halt morgen, gell? Der möchte halt ein bisschen was Deftiges. Du, Michas Kato, der läuft wie ein Einser. Das ist doch der arme Bub, der vor dem wilden Hund vom Wiesnerhof bissen worden ist, oder? Traut sich nicht mehr aus dem Haus, du, von wegen, du. Warte mal, den kaufe ich mir jetzt. Du, hallo! Du bist doch der Bub mit dem Hundebiss, oder? Was? Ja, ja. Ja, gestern bist du noch kumpelt vor lauter Schmerzen und heute ist alles vorbei, oder? Nein, nein, das tut doch voll weh. Aha, du, ich kenne mich aus mit Fleischwunden. Aber so wie ich das sehe, ist es keine. Ja, und was geht Sie das an? Der Scheißköter hat mich gebissen. Fragen Sie doch den Bürgermeister. Und was ist jetzt mit der Wurstsemmel? So kann das echt nicht weitergehen.
Der geht uns noch ein. Aber was willst du denn machen? Du hast doch gehört, was der Huber gesagt hat. Es gibt nur eine Möglichkeit. Wir müssen irgendwie beweisen, dass Draco unschuldig ist. Und wie willst du das machen? Ich weiß es doch auch nicht. Aber ich hab's ihm doch versprochen. Hilfst du mir? Klar helfe ich dir. Mei, der arme Racco. Ich würde ihm das Ding am liebsten abnehmen. Es ist so eine blöde Situation. So ganz ungelegen kommt es dir aber nicht. Habe ich recht? Spinnst jetzt? Naja, immerhin hatte ich das ganze Chaos davor bewahrt, dem Flori die Wahrheit über seinen Vater zu sagen. Zumindest vorläufig. Jetzt kommen wir nicht auch noch damit. Und? Hast du dir schon überlegt, wie du es jetzt sagst? Ich werde es dem Flori überhaupt nicht sagen. Der Flori, der hat schon genug am Hals gerade. Da braucht er nicht auch noch das Problem. Ich sag's dir, es ist besser, keinen Vater zu haben als so einen. Findest du nicht, dass der Flori das besser selber entscheiden soll? Der Flori hat ja nie eine Wahl gehabt, wer sein Vater ist. Das kann man sich nicht aussuchen. Das hab ja ich ausgesucht damals. Der Flori und ich, wir brauchen keinen Angerer in unserem Leben. Wirklich nicht. Das glaube ich dir sofort. Aber eine Lösung ist es nicht. Der Angerer ist der Angerer. Und wenn der Angerer jetzt Bescheid weiß, dann wird er mit dem Wissen irgendetwas anstellen. Und zwar nichts Gutes. Darauf kannst du wetten. Ja, hast ja recht. Ich werde mit dem Angerer reden müssen. Langsam, Racco, gleich haben wir es. Dann zeigen wir dem Bürgermeister, dass du unschuldig bist. Bist du dir wirklich sicher, dass Racco da mit soll? Aber wir brauchen ihn doch, wenn wir uns bei Sebastian umsehen wollen. Aber wie willst du ihn denn da hinbringen? Wenn jemand Racco und den Markov sieht, dann gibt's richtig Ärger. Also ich hätte da schon eine Idee. Was ist denn los mit dir halt? Das gibt's doch nicht. Die Wäsche? Meine Güte, die hätte ich fast vergessen. Das ist sowas blöd. Um Gottes Willen. Ja. Hallo! Racco, versteck dich! Und du bist dir sicher, dass er da wohnt? Ja, hat er doch gesagt. Der Huber. Mach schnell. Ja, grüß Gott, Bayerland. Ganz ungewohnt so ohne Hund. Ha? Was macht's denn ihr da? Wir machen Eikleidersammlung. Für die Kirche. Ja, Respekt. Fundig, wenn sich die jungen Leute so engagieren. Ah, habt ihr ganz tolle Stücke dabei. Würde sich aber freuen, der Dr. Noah. Ah, warte mal. Ich glaub, ich hab auch was für euch. Hm.
Na, die könnt's von mir haben. Weil ein Bürgermeister ist immer dabei, wenn es ums Gemeinwohl geht. Danke, Herr Huber. Ja, Spinne! Ja! Bei euch fängst du vom Bein weg. Das war das letzte Mal, dass ihr gerade einen Auftrag von mir bekommen habt. Ja? Servus. Servus. Charmant wie immer. Mit Charme kommt man in meinem Job nicht weit. Ich bin Bauunternehmer, kein Masseur. Ja, das ist auch besser so. Was willst? Alles in Ordnung? Was meinst du genau? Ja, daheim, auf dem Hof, du, die Therese, dein Bub. Spar dir dein Theater, ich weiß, dass du es weißt. Was weiß ich? Das mit dem Flori. Und woher weißt du, dass ich das weiß? Ist ja jetzt wurscht. Wurscht. Ja, vielleicht. Und jetzt kommst mit der Riesenrechnung. Alimenteforderung für die letzten 13 Jahre. Das kannst du gern probieren, wenn du den Mut hast. Ich will kein Geld von dir. Nicht? Na. Was willst du dann? Eigentlich will ich, dass alles so bleibt, wie es ist. Der Flori ist bis jetzt auch ganz gut ohne Vater zurechtgekommen. Ich hab nie was von dir verlangt. Kein Geld, keine Hilfe. Und auch nicht, dass du für den Flori ein Vater sein sollst. Aber jetzt verlange ich was. Nämlich genau das, dass du nicht sein Vater bist. Verstehe nicht. Bitte. Tu uns den Gefallen. Du wolltest nie ein Kind und das habe ich respektiert. Lassen wir es doch einfach so, wie es ist. Normalerweise läuft doch das andersrum, im Film zumindest. Wir sind aber nicht im Film, Angerer, sondern auf der Baustelle. Na gut, dann lassen wir alles so, wie es ist. Ist es dein Ernst? Wenn dir das so wichtig ist. Danke. Das ist echt groß von dir. Aber im Gegenzug bräuchte ich auch was von dir. Wieso das? Naja, wenn dir das so wichtig ist, dass ich dir helfe, dann musst du mir auch bei was helfen, was mir wichtig ist. Und was soll das sein? Das weißt du. Dein Hof. Du willst, dass alles so bleibt, wie es ist? Dass der Flori nichts von mir erfährt? Es stellt sich nur die Frage, ob dir das so wichtig ist, dass du mir deinen Hof dafür verkaufst. Ist doch halb so wild. Verlegst der Praxis ins Dorf runter. Und der schöne Wohnung findest ihr miteinander auch. Ich helfe euch beim Suchen, wenn's magst. Du bist wirklich das Allerletzte. Wirklich. Wie gesagt, mit Charme kommt bei meinem Job nicht weit. Ja, genau. Schubert, das muss es sein. Rako, es geht los. Geht der jetzt Hasen jagen? Nee, Rako ermittelt. Warte mal. Das ist doch von Sebastians Hose. Meinst du? Ja, ganz sicher.
Schau mal! Das ist schon sehr verdächtig. Das ist der Beweis. Zuerst hat er seine Hose zerschnitten, dann hat er die Schuld auf Rako geschoben. Das kann schon sein, aber ein Beweis ist das noch lange nicht. Was denn sonst? Warst du dabei? Solange Sebastian nicht zugibt, dass er war, glaubt es das niemand. Da muss das halt zugeben. Und wie bitteschön? Du bist doch eine sehr gute Schauspielerin, oder? Ich war mal der Engel im Krippenspiel. Das reicht, komm mit! Hallo Eva. Martin, was machst du denn hier? Naja, ich wollte mich eigentlich beschweren, weil meine Tochter mich schon wieder für deinen Sohn versetzt hat. Ich glaube, das ist nicht der richtige Moment, oder? Na, ist schon gut. Ist schon gut. Toscha. Danke. Ist was passiert? Ich habe heute eine Entscheidung getroffen und ich weiß nicht, ob es die richtige war. Ja, was spricht dagegen? Das hier. Das muss man genauer erklären. Ich habe heute beschlossen, dass wir einen Hof aufgeben und uns was im Dorf suchen. Was? Ja, aber ich habe gedacht, jetzt langsam läuft alles. Ja, das habe ich auch gedacht, aber weißt, ich kann einfach machen, was ich will, das hört einfach nicht auf. Der Angerer. Es ist immer der Angerer. Es ist immer das Gleiche. Dieses ewige Kämpfen. Die Praxis, der Hof, der Hund. Weißt, ich hab gedacht, irgendwann wird's leichter. Aber es hört einfach nicht auf. Und der Flori, was sagt der dazu? Der weiß das noch gar nicht. Du bist der Erste, der mir das erzählt hat. Meinst du, der Flori wird enttäuscht von mir sein? Ja, am Anfang schon, denke ich. Aber Eva, das Wichtigste ist ja, dass ihr zusammen bleibt. Und viel ändert sich ja nicht. Die gleichen Freunde, der gleiche Superbürgermeister. Und ihr müsst euch noch nicht einmal einen neuen Metzger für den Rako suchen. Und die Fee wird sich auch freuen, weil der Flori dann noch näher an ihr dran wohnt. Ich muss jetzt wieder runter. Ja, ja, ich muss auch los. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Danke. Klar. Servus. Servus. Eva, es ist was passiert. Was ist denn los? Jemand hat die Wäsche geklaut. Was machst du denn hier? Hi. Ich komme von der Pfarrgemeinde St. Kassian. Wir sammeln Kleiderspenden für die Mission. Meine Eltern sind noch nicht da, die kommen erst spät. Möchtest du uns vielleicht was spenden? Nee. Also, das wäre wirklich sehr wichtig. Auch für mich.
Die Ehe kannst du haben. Brauche ich eh nicht mehr. Ist das da, wo der Hund dich gebissen hat? Ja, genau. Das tut mir wirklich leid. Aber weißt du, der Rakko, der muss jetzt in einen Käfig. Der Arme, der heute die ganze Nacht war nun eingesperrt ist. Rakko war immer so ein lieber Hund. Der beißt doch niemanden. Und jetzt, jetzt muss er dein ganzes Leben im Käfig verbringen. Echt? Ja, weil du ihn angezeigt hast. Und er muss jetzt wirklich sein ganzes Leben im Käfig verbringen? Ja, für immer und ewig. Der arme Hund, der geht ein, weil er eingesperrt ist. Oh, das wollte ich wirklich nicht. Also, Fee, sorry, Fee, es war gelogen. Der Hund hat mich nicht gebissen. Ich bin vom Fahrrad gefallen und dann habe ich mir eine Schürfwunde geholt. Und dann dachte ich, ich kann es dem Flori heimzahlen, weil er hat mich ausgelacht, als ich hingefallen bin. Dann habe ich die Hose frisiert und ist den Hund in die Schuhe geschoben. Ich wusste nicht, dass er dafür sein ganzes Leben in den Käfig kommt. Ha! Ich wusste. Ist doch echt das Allerletzte. Hey, es tut mir leid, wirklich. Wenn es dir wirklich leid tut, dann kannst du ja die ganze Geschichte dem Bürgermeister erzählen. Na, spinnst du? Was glaubst du, was der dann macht? Das Einzige, was er machen muss, den Rakko wieder ohne Maulkorb rumlaufen lassen. Und dann ist wirklich wieder alles gut. Stimmt's, Flori? Oder, Flori? Okay, Deal. Gut, dann gehe ich jetzt zu meinem Papa und ihr geht so lang zum Rathaus. Was erzählst du denn so an Unfug? Ganze Aufriss für nix und wieder nix. Und wie stehe ich jetzt da? Entschuldigung, es war alles meine Schuld. Der Hund kann überhaupt nichts dafür. Ich will nicht, dass er wegen mir einfach so leidet. Ich habe einfach nicht nachgedacht. Das merkt man. Aber das wird auch Konsequenzen haben. Die sag ich dir, Birschel. Natürlich wird es Konsequenzen haben. Die Anzeige können Sie jetzt vergessen. Und der Rakko, der braucht jetzt bestimmt auch keinen Maulkorb mehr. Du hast mir gerade noch gefällt. Was gibt's? Echt komisch, wie der geguckt hat. Ja, echt lustig. Was der wohl jetzt machen wird. Ja, ich denke mal nicht viel. So, ich bin dann jetzt zu Hause. Ich gehe dann jetzt auch. Nicht, dass wir mich noch suchen. Danke nochmal. Das war echt okay. Kein Ding. Sehen wir uns im Schulbus? Logisch. Aber eins sag ich dir, Bischof, das wird noch Konsequenzen haben. Tschüss. Ja, Spinni, endlich mal eine gute Nachricht. Wenn ich dir sag, die Effi, die war so klein mit Hut. Und weißt was? Die zieht jetzt runter ins Dorf. Wahnsinn. Ja, also dann, Prost, auf mein Hotel. Auf unser Hotel? Ja, freilich. Ich hab ja schon immer dran geglaubt. Ich hab dir doch gesagt, dass ich noch einen Joker im Ärmel hab. Hat es sich am Ende doch noch gelohnt, dein besonderer Draht zur Wiesner Effi. Prost. Oh, ist der fein. Der ist gut, hä? Nee. Den Berg muss ich schon alleine hochlaufen. Was wählen Sie schon wieder bei uns? Sophia, die Praxis ist heute zu. Was lacht da zwischen dir und Mangara? Was meinst du denn damit?
Spar dir das Theater. Der Angerer feiert mit Chateau Chatillon. Und der Huber sagt, dass ihr einen besonderen Draht habt. Klingelt da irgendwas, Eva? Ich weiß nicht, was du meinst. Verkauf mich bitte schön mit für blöd, ja? Was? Was ist denn los? Das stimmt, so ist er doch. Was stimmt? Ich frag dich das nur einmal, Eva. Ist der Angerer der Vater von Flori? Was? So ein Blödsinn. Mama? Ja, das stimmt. Der Angerer ist der Vater. Um Gottes Willen! Rakko! Rakko! Mama, sag, dass das nicht wahr ist. Flori, ich wollte das nicht. Ehrlich, nicht so. Ich glaube, ich gehe jetzt besser. Mhm. Flori, leh mal einfach in Ruhe. Ich. Ach, Scheiße, ey! Eva! Eva! Jetzt lass ihm das erstmal alles verdauen. Ich bin so froh, dass ich dich hab. Ihr hättest dem Flori längst sagen sollen, wer sein Vater ist. Lernen Sie den Flori erst mal kennen und dann bauen Sie eine Beziehung zu ihm auf. Ich will das nicht mit dem Angerer. Ach, Flori. Ich will, dass alles so bleibt, wie es war. Nur, dass du es weißt, Flori. Wir sind für dich da. Immer. Und komm, hier drüber, Rakko. Und jetzt? Außenrum. Ja, hier, du. Fein. Patchwork-Familie ist für mich okay. Au. Hundecasting in Rosenheim. Ja, dann schauen wir doch mal, was du so alles drauf hast. Rakko, nein! Aus, runter da! Rakko, aus! Du, und wenn's mich brauchst, ich bin jederzeit für dich da, okay? Ja, und jetzt bin ich da.